Mit dem Uhlenkrug-Stadion in Essen betrat unsere Viktoria heute eine altehrwürdige Stätte. Hier fand 1951 das erste Länderspiel Deutschlands gegen Luxemburg statt. Damals vor rund 45.000 Zuschauern. Heute waren es zwar nur 950, trotzdem verbindet die Viktoria mit diesem Stadion eine Geschichte, wenn auch eine tragische. 2004 stieg man genau hier aus der Oberliga Nordrhein ab. Gegner damals Schwarz-Weiß Essen. Mit dem heutigen Kontrahenten FC Krai trafen zwei Aufsteiger mit unterschiedlichen Ambitionen aufeinander. Sechste Minute, Kotzer und Schultens mit der ersten Annäherung an das gegnerische Tor. Viktoria Köln diesmal ohne den verletzten Aziz Bouadou, dafür wie gewohnt mit dem nötigen Zug nach vorne. Freistoß, Johua und aus dem Hintergrund David Müller. 4 Minuten später, erneut Freistoß für die Viktoria, bereits ausgeführt. Da kommt der Ball in die Mitte, Achtung im Strafraum, Christian Schlösser abgewehrt, aber dann Schultens! 1:0 in der 21. Minute und das war hochverdient. Und hier noch einmal, vorangegangen, diese Vorarbeit von Jerome Profiter. Dann David Müller, Schlösser scheitert zunächst noch am Keeper, aber dann Mario Schultens. Souverän mit dem 1:0. So kann es weitergehen. Doch erstmal war der FC Krai am Zug. Doch Dominik Poremba mit starkem Reflex gegen Philipp Schmidt. Nachschuss Kevin Kehrmann über das Tor. 1:0 nach 45 Minuten und ein Wechsel nach der Halbzeit. Fatih Kandan ersetzt Sergio Rua. Neue Halbzeit, gewohntes Bild. Viktoria Köln weiter klar die bessere Mannschaft. Mike Wunderlich. Müller direkt am Namen Pfosten. Und hier noch einmal dieser Pfostenknaller. Das hätte das 2:0 sein müssen. Der nächste Treffer lag in der Luft. Dann ein Foulspiel an Christian Schlösser und Freistoß für die Viktoria. Schön gesehen. Kandan, der ist ja vollkommen frei. Und Keeper Alouche im letzten Moment. 67. Minute. David Müller. Vorbei am Gegner. Wieder David Müller. Abgewehrt, aber dann Kandan. 2:0 für Viktoria Köln. Dank einer tollen Vorarbeit von David Müller. Müller, der sich hier durchackert und so das zweite Tor überhaupt erst ermöglicht. Zunächst scheitert und dann Kandan mit dem zweiten Tor. Der Bann war gebrochen. Die Gäste jetzt mit diesem Zuspiel. Schlösser auf und davon. 3:0. 3:0. Das Spiel war gewonnen. Die letzte Chance hatten allerdings die Hausherren. Ach, tolle Parade von Poremba. Es war ein verdienter 3:0 Erfolg unserer Mannschaft. Aber trotz des klaren Ergebnisses war es ein hartes Stück Arbeit. Das sagte auch unser Trainer in der anschließenden Pressekonferenz. Das war das erwartete schwere Spiel. Ja, wenn man jetzt das Ergebnis sieht, denkt man vielleicht, das war ein Spaziergang, aber wenn man meine Jungs jetzt nach dem Spiel sieht, mussten die richtig gut arbeiten. Wir wollten gut stehen, wir wollten keine Torschancen zulassen und wollten im Konter dann gezielt dann das Tor machen, wo dann eben der Gegner gegen uns immer Riesenprobleme kriegt, wenn wir im Konter dann 1-0 führen, weil wir gute Jungs nach vorne haben. Aber die erste Halbzeit war ich unzufrieden, weil da haben ja einige Spieler nach hinten zu wenig gearbeitet. Zweite Halbzeit wurde es besser und ich denke, am Ende haben wir verdient gewonnen. Aber ein Riesenkompliment an die Truppe als Aufsteiger. Mit 9 Punkten und 8:1 Toren aus den ersten 3 Spielen untermauert die Viktoria ihren perfekten Saisonstart und tankt weiter Selbstbewusstsein für das nächste Spitzenspiel. Am nächsten Wochenende gegen den Verfolger Schalke 04. Das Ganze findet am nächsten Sonntag um 14 Uhr bei uns im Sportpark Höhenberg statt. Bis dahin, ein sportliches